Ja, ich darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen im Namen der Forschungsgruppe Ideologie und Politiken der Ungleichheit, kurz FIPU und des Republikanischen Clubs, zur heutigen Diskussionsveranstaltung rund um Erscheinungsformen des Antisemitismus in der Pandemie, auf der Straße, im Netz und im Gericht. Ich werde jetzt ein paar Dinge kurz zum Ablauf sagen und die Diskutantinnen vorstellen und dann steigen wir in die Podiumsdiskussion ein. Was ich auch dazu sagen möchte, es wird aufgezeichnet, aber nur das Podium und nur während unserer quasi internen Diskussion, sobald wir in die große Diskussion gehen, wird nicht mehr aufgezeichnet, sondern ein Cut gemacht. Und wenn ihr gerne auf den Newsletter des Republikanischen Club wollt oder wollen, da liegt eine Liste, oder Sibylle hat eine Liste, dann gerne eintragen, um über kommende Veranstaltungen informiert zu sein. Genau, wie läuft das heute ab? Ich werde zu Beginn eine kurze Einführung in das Thema des heutigen Abends geben und werde danach den Diskutantinnen Fragen stellen, die sie jeweils aus ihrem Blickwinkel beantworten werden. Und danach werden wir die Diskussion für alle öffnen und freuen uns schon auf einen anregenden Austausch. Und jetzt zu unserem Podium. Zu meiner Linken sitzt Mariah Zimmermann. Sie ist Aktivistin, Prozessbeobachterin und Vernetzungskünstlerin. Sie ist Mitbegründerin von Prozessreport und Teil von NSU Watch, beobachtet regelmäßig Gerichtsprozesse und berichtet kritisch darüber und hat in unserem Band 4, also FIPU Band 4, zu Rechtsextremismus als Herausforderung für den Journalismus einen Beitrag geschrieben mit dem Titel Rechtsextremismus vor Gericht, Verantwortung und Leerstellen der Prozessbeobachtung. Was mich auch zu noch einer Ankündigung bringt, es gibt auch einen Büchertisch, der im Anschluss an unsere Diskussion hier betreut wird, wo man die FIPU-Bücher, aber auch die Prozessreport-Broschüre kriegt und mir wurde gedeutet, da gibt es auch Wasser auf dem Büchertisch und auch für später Alkohol. Genau. Zu meiner Rechten sitzt Isolde Vogel, sie ist Zeithistorikerin und forscht zu Geschichte und Ideologie des Nationalsozialismus und Antisemitismus am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichten der ÖRW und als Projektmitarbeiterin für Yad Vashem. Sie war Teil des Kuratorinnen-Teams der internationalen Wanderausstellung Das Wiener Modell der Radikalisierung Österreich und die Shoah, die noch bis September in Wien-Floridsdorf zu sehen ist. Wo genau? Pius-Pasch-Platz heißt das, gleich bei der S-Bahn-Station ist das. Genau, und vielleicht kennen Sie oder kennt ihr sie vom Filmprojekt Konformistische Rebellen, Verschwörungsideologie und Antisemitismus während der Corona-Pandemie. Genau, ihre jüngste Veröffentlichung ist im Rahmen dieser Ausstellung erschienen. Die Publikation heißt Das Wiener Modell der Radikalisierung, Österreich und die Shoah, gemeinsam mit Michaela Ragam-Blesch und Heidemarie Uhl. Genau. Und kurz zu mir, mein Name ist Elke Rajal, ich bin hier als Vertreterin der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Ich bin Sozialwissenschaftlerin mit starken Affinitäten zu Zeitgeschichte und Bildung und bin am Lehrstuhl für Soziologie der Universität Passau beschäftigt, wo ich zu antisemitischen, verschwörungsmythischen Krisendiskursen in der Covid-Pandemie, aber auch in anderen Krisenzusammenhängen forsche. Genau, aber jetzt zum Thema des heutigen Abends. Ich werde, wie gesagt, so einen kurzen historischen und theoretischen Überblick geben und dann mit den ersten Fragen an Isolde starten. Das Thema des heutigen Abends ist ja jetzt nicht mehr ganz neu, aber noch immer aktuell. Die Mobilisierungen gegen die Corona-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung waren von Anfang an von Antisemitismus durchsetzt. Von der Selbststilisierung zum jüdischen NS-Opfer über das Geraune von der Pandemie bis zum Hass auf die internationale Hochfinanz, welche die Politik an ihren Strippen hielte. Nach dem großen Austausch raunen die Protestierenden nun vom Great Reset, also auch nicht mehr so ganz neu, dem angeblich radikalen Umbau der globalen Wirtschaft, alles im Interesse der, bitte unter Anführungszeichen zu sehen, Globalisierer, internationalen Hochfinanz, der internationalen Finanzmafia oder von internationalen Spekulanten und so weiter und so fort. All diese ausgemachten Schuldigen gelten als antisemitische Chiffren und an jüdischen Personen wie George Soros oder an
jüdisch gezeichneten Personen wie Bill Gates verdichten sich dann diese Stereotype. Dass sich der Antisemitismus in Krisenzeiten rasant verbreitet, gehört zu den Basiserkenntnissen der Geschichtswissenschaft, wenn auch der exakte Zusammenhang zwischen Krise und Antisemitismus nicht ganz so leicht zu erklären ist oder auch sehr umstritten ist. Es ist die soziale Angst, die sich unter dem Einfluss bestimmter Diskurse und in tradierten Verarbeitungsmustern in den Hass auf die Juden, auch unter Anführungszeichen bitte zu verstehen, verwandelt. Was allgemein für die Krise gilt, gilt ganz speziell für Gesundheitskrisen. Die lange Dauer der Zuschreibung von Krankheit und Ansteckung an die Juden legt es nahe, dass sich die diesbezüglichen Ängste als Antisemitismus ein Ventil verschaffen. Juden galten schon in der Antike als krank, als ansteckend und verfügten angeblich über geheime oder magische Fähigkeiten, um Seuchen auszulösen oder auch Seuchen wieder zu heilen. Jetzt ein ziemlicher historischer Sprung. Was später Schulmedizin geschimpft wurde, stand von Anfang an auch im Verdacht, eine jüdische Geheimwissenschaft zu sein. Dazu kam die Legende, jüdische Ärzte würden Christen vergiften oder zumindest vergiften wollen. Der erste Pogrom, der dann auf diese Art und Weise legitimiert wurde, fand 1161 in Böhmen statt. Nochmal ein ziemlicher historischer Sprung. Noch 1610 erklärte die medizinische Fakultät der Universität Wien, dass jüdische Ärzte verpflichtet seien, jeden 10. christlichen Patienten zu vergiften. Und dass es Juden sind, die von einem angeblichen Impfzwang profitierten und darum den unter Anführungszeichen Impfaberglauben verbreiten, das wusste oder glaubte auch schon Eugen Thüring 1881 zu wissen in seinem Machwerk Die Judenfrage. Angesichts dieser jetzt sehr reißbrettartig skizzierten Geschichte ist es wenig überraschend, dass sich eben der Antisemitismus auch im Zuge der derzeitigen Pandemie so stark nochmal zugespitzt hat und zeigt. Genau, im Juni 2020 hat das Cantor Center an der Universität Tel Aviv auf Grundlage von 35 Länderberichten von einer neuen Welle des Antisemitismus im Gefolge der Corona-Pandemie berichtet. Und tatsächlich berichtet auch die Antisemitismus-Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde über eine Zunahme antisemitischer Vorfälle um 60% zwischen 2020 und 2021. Auf insgesamt eine Zahl von also knapp unter 1965. Und dafür verantwortlich gemacht werden können zum einen also sicher auch Berichterstattungen rund um die Eskalation im Nahostkonflikt im Frühling 2021, aber davon abgesehen eben primär die Pandemie bzw. Mobilisierungen und Erzählungen rund um die Pandemie. Es handelt sich also um nicht ganz so neue antisemitische Bilder, die aber in der aktuellen Pandemie aktualisiert werden und transportiert werden und eben sehr stark seit 2020 im Gefolge der Covid-Pandemie zirkulieren. Und wir möchten jetzt am Podium und dann mit euch, mit Ihnen diskutieren über verschiedene Spielarten des Antisemitismus im Gefolge der Pandemie, über Zusammenhänge von Antisemitismus und Verschwörungsideologien, über die Reaktionen des Staates angesichts des grassierenden Antisemitismus und was gegen Antisemitismus zu tun wäre. So, das war jetzt ein ganz knappes Intro und ich komme zu meiner ersten Frage an Isi. Welche Formen von Antisemitismus würdest du sagen, lassen sich im Corona-Maßnahmen-Protestmilieu beobachten? Welche Bilder, welche Codes zirkulieren da? Also zu den Formen von Antisemitismus vielleicht erstmal einen Satz, um da ein Missverständnis vorwegzunehmen. Eigentlich gibt es keine verschiedenen Formen von Antisemitismus, sondern verschiedene Ausdrucksweisen oder Ausdrucksformen, Äußerungsweisen von dem gleichen Gedankengut. Und wenn man sich das vor Augen hält und versucht, die dahinterliegende Welterklärung, diese antisemitische Denkweise zu verstehen, zu erkennen,
kommt man immer auf eigentlich die gleichen ganz zentralen Muster, die das ausmacht. Also das ist eine Komplexitätsreduktion, das ist ein Denken in einem dualistischen Weltbild, in Gut und Böse, in das sozusagen alles eingeteilt wird, in jedes gesellschaftliche Phänomen, jede Krise, auch jede persönliche Problemlage dann sozusagen versucht wird, mit so einem Dualismus zu erklären. Und all dieses Böse, all das Übel der Welt dann in das Wirken von Jüdinnen und Juden gelegt wird und sich sozusagen damit die ganze Welt ganz simplifiziert und in Komplexitätsreduktion versucht wird zu erklären. Wenn wir jetzt konkret auf die Corona-Proteste schauen, haben wir schon einige, nicht unbedingt neue, aber einige Codes und Chiffren, die da vorkommen, die jetzt eine ganz neue Verbreitung gefunden haben. Also beispielsweise, dass der jüdische Philanthrop George Soros, du hast es vorhin schon ganz kurz genannt, als irgendwie so ein großes Feindbild ausgemacht wurde, der dann der Stellvertreter ist für alle Erklärungen, der hinter allem stecken würde. Und wir haben auch gerade im Zuge der Pandemie diese große Erklärung davon, dass das alles von einigen elitären Machenschaften von Herren im Hintergrund geleitet würde. Also eine Erzählung davon, dass das Ganze aus einem großen Plan heraus erfolgen würde. Ja, dieses Plandemie, dieses Stichwort, glaube ich, hast du in der Einführung auch schon genannt. Einfach die Vorstellung davon, dass alles daran gelenkt ist. Und da gehen dann eben so Sachen mit einher, dass die Impfung eigentlich nur die Verabreichung eines Chips wäre, der uns eingepflanzt werden würde, oder dass das überhaupt Gift sei und uns irgendwie wir damit unfruchtbar oder weiß ich nicht was gemacht werden würden. Da kam auch Bill Gates immer wieder ins Spiel, so als Figur, der neben George Soros zum Beispiel genannt wurde, als einer, der sozusagen derjenige ist, der auch die Strippen zieht, der ja nicht jüdisch ist, aber hier mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert wird und eigentlich im Kopf der Antisemiten, Antisemitinnen zum Juden gemacht wird. Sie können es sich gar nicht anders erklären, als dass er sozusagen auch diese jüdische Figur ist, die alles lenken würde. Was ich ganz spannend fand noch im Zuge der Proteste ist, wie auch Verschwörungsmythen, die eigentlich jetzt mit der Pandemie oder mit Krankheiten an sich gar nicht so viel zu tun haben, auch viel größer geworden sind. QAnon zum Beispiel, das ist eine Erzählung ist, die eine sehr simple Reaktivierung von so mittelalterlichen Realmordlegenden darstellt. Also in Kurzfassung geht es irgendwie darum, dass man glaubt, dass elitäre Herren Kinder entführen würden, um die in New York unterm Central Park in Gefangenschaft zu halten und denen das Blut abnehmen würden, um ein Hormon rauszufiltern, das unsterblich macht. Also die Vorstellung davon, dass Kinder entführt werden, um für unlautere Zwecke missbraucht zu werden, auch in Verbindung mit so einer Blutlegende, ist eigentlich was auf den traditionellen Antijudaismus, auf der Gottesmordlegende inhaltlich total stark fußt und jetzt hier einfach in einer sehr modernen Variante wiedererzählt wird. Und jetzt mit der Pandemie an sich offensichtlich nichts zu tun hat, aber doch das Publikum war da auf diesen Protesten, das auch sozusagen anfällig war für solche Erzählungen, da, wo die Plandemie, die Forschung der Plandemie sozusagen inhaltlich eigentlich noch viel näher liegen würde. Genau. Würdest du sagen, dass sich in der antisemitischen Dynamik etwas geändert hat, also über diesen Zeitraum, der ja jetzt doch schon über zwei Jahre ist, oder auch die konkreten Bilder, die konkreten Mythen? Ja. Also was ich jetzt auch noch ausgelassen hatte und was für mich eigentlich besonders erschreckend war, war so Shoah-verharmlosende Erzählungen auf den Protesten, die ja in dem Sinn relativ offensichtlich antisemitisch waren, also sich in gelben Sternen anzustecken und das irgendwie als widerständisches Symbol umzuinterpretieren, wo man genau weiß, das war das Symbol des NS-Terrors, mit dem Jüdinnen und Juden gekennzeichnet wurden, um später verfolgt und ermordet zu werden. Muss ich sagen, ist die Dynamik für mich schon auch sehr erschreckend gewesen. Also gerade weil es schwierig ist, sich vorzustellen, dass auch die Vergleiche, es gab dieses Schild Auschwitz 1938, Austria 2020, was inhaltlich schon Quatsch ist, weil Auschwitz 1938 noch nicht existiert hat, aber wo man nicht mehr glauben kann, dass das Unwissen oder so da wirklich der
der Ursprung ist, sondern da einfach wirklich ein Holocaust-verharmlosender zumindest, wenn nicht leugnender Antisemitismus zutage tritt. Und ja, die Proteste hatten ja gerade in Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum einen unglaublichen Zulauf, also nicht vergleichbar zu den anderen europäischen Ländern, wo es auch immer wieder solche, auf den Holocaust bezogene Anspielungen gab, aber eben nicht in diesem Umfang. In dem Sinn ist es schon, hat es schon nochmal die Sagbarkeit in der Öffentlichkeit, würde ich sagen, verschoben. Mhm. Und wie erklärst du dir die Selbstverständlichkeit oder die Normalität, mit der Antisemitismus von der Mehrzahl der Demonstrierenden auf diesen Antimaßnahmen-Demos hingenommen wird oder eben auch teilweise auch offen gezeigt wird, aber auch passiv hingenommen wird? Ja, ich glaube, das ist eine total interessante Frage, weil wie ich gerade schon gesagt habe, das Wissen um, also jetzt zum Beispiel im Holocaust-bezogenen Antisemitismus, das Wissen um die Verbrechen, ist eigentlich da schon da, wenn man sich darauf bezieht. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es da auch an Aufklärung und an Bildungsarbeit genau in dem Bereich fehlt. Der Verschwörungsglaube an sich oder dieses Denken in Verschwörungserzählungen führt aber natürlich auch dazu, dass man alles, was medial oder was irgendwie so der Bildungskanon ist, dann hinterfragt und dann auch dazu führen kann, dass man sozusagen das, was eigentlich schon als selbstverständliches Wissen vorausgesetzt wird, auch den Menschen, die jetzt nicht sich selbst die gelben Sterne anstecken, hingenommen wird, weil wir hinterfragen gerade alles, so in diesem Widerstandsdenken sozusagen sich da befunden wird. Ich glaube, es ist halt auch eine wahnsinnige Dynamik gewesen, diese Proteste, gerade hier in Wien. Sie haben ja auch zu den Zeiten, wo wirklich Ausgangssperren waren und alle Lokale zu waren, sehr viel höhere TeilnehmerInnenzahlen gehabt, als wenn gerade nicht Ausgangssperre war. Also so ein bisschen muss man, glaube ich, auch so den sozialen Faktor von diesem Event mitdenken. Wenn man sich nirgendwo treffen kann, dann konnte man samstags sozusagen auf den Maßnahmen-Demos die Bier gemeinsam trinken und hatte da auch so ein starken sozialen Zusammenhalt, der ja immer bei so Bewegungen eine Rolle spielt, auch. Jetzt hast du als so Spielarten des Antisemitismus im Zuge der Covid-Pandemie vor allem also verschwörungsmythische Erzählungen und Holocaust-Relativierungen gebracht. Gibt es noch andere Spielarten, die wir jetzt mitdenken sollten? Ja, also so als neuere Form, Äußerungsform von Antisemitismus oder so als modernisierten Antisemitismus natürlich auch der israelbezogene Antisemitismus. Der hat jetzt auf den Protesten bis auf irgendwelche kruden Menschen, die Israel fahren, selbst mit hatten, um sich ihren Antisemitismus wiederum zu legitimieren, eigentlich keine Rolle gespielt. Aber natürlich bei den Meldestellen, bei den Zahlen, die Meldestelle herausgegeben hat, schon. Ja, ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man diese verdeckten Äußerungsformen von Antisemitismus auch früh erkennt, sozusagen, wenn es den Menschen auch nicht nur nicht bewusst ist, dass sie sich da antisemitisch äußern, sondern sie auch der festen Überzeugung sind, dass das nichts mit Judenhass zu tun hat. Weil das hat es ja auch oft, wenn die Rothschilds oder die Globalisten angegriffen werden, ist es ja auch nicht ganz offensichtlich antisemitisch und bedarf sozusagen ein bisschen der Erklärung. Mhm. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass man versucht, diese Denkweise zu begreifen, dass man sich anschaut, okay, was macht das aus, die Art und die Weltanschauung, die dahinter steckt. Das ist ja auch kein Zufall, du hast es am Anfang eh gesagt, dass das in krisenhaften Zeiten, in Zeiten, die verunsichernd sind, wenn Menschen persönliche oder wenn es auch gesellschaftliche oder Gesundheitskrisen gibt, dass eher Zulauf gewinnt, diese Art und Weise, sich simpel die Welt zu erklären. In dem Sinn, denke ich, ist es auch ganz wichtig zu verstehen, was da sozusagen für ein Bedürfnis bedient wird, sondern auch, dass sich das jenseits der personellen Verbindung, der personellen Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden äußern kann. Also so ein bisschen eben in diesem verschwörungsmythischen Denken an sich schon angelegt ist. Es gibt ja diesen Begriff Antisemitismus ohne Juden, genau, der so ein bisschen der von Paul Lendwey, glaube ich, nach dem Krieg relativ früh geprägt wurde, so im Sinne von, okay, wir haben nicht mehr diese große Zahl an Jüdinnen und Juden in Europa nach dem Nationalsozialismus,
und trotzdem besteht der Antisemitismus weiter. Es braucht sozusagen nicht diesen personellen Feind, es muss kein Jude, keine Jüdin da sein, dass Antisemitismus geäußert wird. Und das lässt sich auch auf die Sprache und auf das Denken selbst ein bisschen übertragen. Gleichzeitig ist das ja schon auch schwierig, weil Antisemitismus ja immer auch ohne Juden und Jüdinnen funktioniert hat, auch zu einer Zeit, wie es noch viel mehr Juden und Jüdinnen gab, die auch in Wien oder anderswo gelebt haben. Ja. Also, genau. Ja, aber gerade wenn die Leute sozusagen verleugnen, dass das antisemitisch sein kann, muss man sich dem nochmal das bewusst machen, dass es sozusagen auch in der Sprache fehlen kann, auch in dem Fehlen, also dass es sozusagen oft nicht ausgesprochen werden muss, die Globalisten zu sagen, statt die Juden ist ja tatsächlich ein genuin von rechts geprägter Begriff, auch ein bewusster, so ein Camouflage-Antisemitismus sozusagen, so ein Versuch, sich hier nicht über die Verbotsgesetzgrenze hinweg zu bewegen sozusagen und trotzdem die wissen, was gemeint ist, wissen genau, worauf angespielt wird. Ja, der Begriff der Globalisten ist zwar sicher einer, der maßgeblich von rechts geprägt ist und gleichzeitig ja auch ein Hasssymbol für zumindest bestimmte Spektren der Linken, womit wir auch bei dem Thema wären, dass in diesen Anti-Maßnahmen-Demos ja auch verschiedene politische Lager sich vereint haben, auch in ihrem Antisemitismus. Wie siehst du das? Oder was sind deine Beobachtungen? Klar, also das ist also Antisemitismus ist leider nicht so leicht an den rechten Rand zu schieben, wie das irgendwie, wie es vielleicht im ersten Moment logisch erscheint. Und das haben die Corona-Proteste ja auch gezeigt, auch gerade aus der Mitte der Gesellschaft, wie anschlussfähig das Gedankengut war. Aber auch beispielsweise aus esoterischen Kreisen oder so Anhänger, Anhängerinnen von Naturheilkunde, die da doch sehr anschlussfähig waren. Ich glaube, es ist vor allem dieses, die Welt nicht in ihrer Komplexität begreifen wollen oder können, was dazu führt, dass man Anschluss an solche einfachen, also der Antisemitismus erklärt die Welt wirklich wahnsinnig simpel und dass das sozusagen auch einfach für Anschluss sorgt. Die Tatsache, dass man sich da einen Haufen Komplexität erspart und auch eine einfache Welt, gibt einem auch immer das Gefühl, ein bisschen die Kontrolle zurückzuerlangen und gibt den Menschen gerade in Zeiten des Kontrollverlusts irgendwie so ein bisschen ein Gefühl von Macht wieder zurück, weil sie hätten etwas durchschaut, sie würden sozusagen mehr verstehen als andere, dass sozusagen da auch, also ich bin keine Psychologin, aber da werden halt so gewisse Bedürfnisse dann auch einfach bedient. Und das muss nicht genuin rechts sein. Weil man gerade bei den Protesten in Österreich auch sagen muss, dass das organisationsstrukturmäßig trotzdem ganz klar vom rechten Rand kam. Also nicht zu unterschätzen, dass da sozusagen auch ein gewisses Interesse rechter Parteien dann da steht, sich das Thema so, dem sich so anzunehmen. Okay, dann stelle ich dir mal eine Frage. Relativ spät haben Staat, Polizei und Justiz dann auf antisemitische Vorfälle bei den Demonstrationen reagiert. Die ersten Fälle wurden nun schon vor Gericht verhandelt. Du warst bei einigen Prozessen, vielen. Bei vielen Prozessen, viel zu vielen dabei. Was waren so deine Eindrücke von den Prozessen? Wie würdest du die Reaktionen im Allgemeinen bewerten? Also zum einen ist es sehr, sehr unterschiedlich, wer angeklagt ist und auch was angeklagt ist. Das heißt, haben wir zum Beispiel Delikte, die im Internet stattfinden, haben wir andere Problemstellungen als auf der Straße. Zum Beispiel der erste Prozess, bei dem ich war in Wiener Neustadt, war der Administrator der Telegram-Gruppe QAnon Austria. QAnon hatten wir vorhin schon, der dann vor Gericht stand, sich sehr als das Opfer stilisiert hat, wieder dieses: Der Staat verfolgt mich, weil ich politisch aktiv bin, weil ich meine Meinung äußere. Und vor Gericht hat man dann ziemlich schnell gemerkt, dass man seinen Verschwörungstheorien, die er auch im Gericht geäußert hat, als Verteidigungsstrategie genau nichts entgegensetzen konnte. Also man hat sich nicht damit auseinandergesetzt, wofür er steht. Man hat sich auch nicht angeschaut, was sonst so er auf Telegram gepostet hat. Es ging um ein Posting. Gleichzeitig hat man sich auch nicht mit der Technik auseinandergesetzt, das heißt, man hat Telegram nicht verstanden, man wusste nicht, wie viele Leute haben zum Beispiel den Inhalt gesehen, weil da geht es ja auch darum, wie viele Leute den Antisemitismus dort wahrnehmen, wie oft das geteilt wird, oder auch so banale Sachen wie, sie wussten nicht, was ein GIF ist,
und auch nicht, woher das stammt. Also so technische Probleme, dass Gerichte das einfach nicht verstehen, ist wirklich ein Problem, hat auch zu einem Freispruch geführt, aber vor allem auch zur Verharmlosung von dem, was irgendwie tagtäglich dort gepostet wird. Und es ist wirklich eine der größten Gruppen. So, dann hatten wir in Wien noch einen Prozess gegen einen Zahnarzt, der wirklich regelmäßig Videos gemacht hat, wo er den Holocaust mehr als verharmlost hat. Videos, die dann einfach auch zum Beispiel von Stopp die Rechten aufgegriffen wurden, weil sie so arg waren und dadurch auch so medial schon auch bekannt war, bei dem, da wird es wohl auch irgendwann was kommen, weil es wirklich sehr eindeutiger Holocaust-Verharmlosung war. Und das muss man irgendwie immer mit bedenken, dass das, was vor Gericht überhaupt landet, das ist meistens sehr, sehr eindeutig. Viele Sachen, die angezeigt werden, landen gar nicht vor Gericht, die werden eingestellt. Man wird nicht informiert, wenn man zum Beispiel selbst eine Anzeige erstellt, da gibt es dann keinen Anfangsverdacht, man weiß nicht, wer dahinter steckt, weil man irgendwie nicht herausfinden kann, wer hinter dem Facebook-Profil steht etc. pp. Das heißt, die Sachen, die ich vor Gericht dann wahrgenommen habe, waren irgendwie sehr, sehr eindeutig. Gleichzeitig haben wir dann die Herausforderung, dass sowas wie Holocaust-Verharmlosung, also 3H des Verbotsgesetzes, von Geschworenen entschieden werden. Geschworenen sind 10 Laienrichterinnen, die haben keinen Jus studiert und die müssen halt dann entscheiden. Die kennen sich halt inhaltlich nicht mit dem Gesetz aus, die haben aber auch keine Ausbildung mit, wie kann man Antisemitismus erkennen. Und gleichzeitig hat man schon auch gesehen, naja, Corona-Demos, da haben viele der Geschworenen einfach auch einen Zugang. Also das heißt, sie waren vielleicht auch mal auf einer Demo, meine Spekulation, sie haben das Thema im Bekanntenkreis oder sie haben eine Position. Und das war sehr, sehr spannend zu beobachten, dass Geschworene zum ersten Mal seit, ja, beobachte seit über 10 Jahren Prozesse, sehr viel gefragt haben, wenn es um Corona-Demonstrationen geht. Also wenn man von Delikten auf der Straße redet, dass sie da sehr interessiert waren, nachgefragt haben, warum hat man das gemacht, weil das einfach ein Thema ist, mit dem sie sich halt auch in ihrem Leben auseinandersetzen. Ganz anders, wenn es halt irgendwelche Delikte sind, wie Wiederbetätigung, mit denen sie vielleicht gar nichts bisher zu tun hatten. Und das war eine sehr spannende Beobachtung. Und gleichzeitig hat man halt auch gesehen, dass wenn öffentlicher Druck da war, wenn es zum Beispiel Medienberichte gab, wenn aber auch Interessensvertretungen kritisiert haben, dass auf Corona-Demos zum Beispiel dieser Ungeimpft-Stern getragen wurde, lange ist nichts passiert, auch von der Politik nicht, dann gab es einen Prozess und der war ganz anders als früher. Also die Staatsanwaltschaft hat sich ganz anders vorbereitet, vom Wording war auch mal genauer, also das ist auch mal was ich sehr spannend finde, wie wird Antisemitismus ausgesprochen dort, ne? Wie wird es benannt? Fun Fact, Antisemitismus fällt nicht, das heißt dann Judenhass, man benutzt andere Wörter, um bloß nicht Antisemitismus zu sagen. Aber es hat sich schon einfach auch bei den wenigen Prozessen was qualitativ irgendwie verbessert, aber halt in Wien, da wo ich das beobachten kann, wo ich glaube, es einfach an dem öffentlichen Druck liegt. Also Interessensvertretungen ja auch immer wieder medial gesagt haben, das geht nicht auf Demos, einzelne Politikerinnen vielleicht auch was gemacht haben, aber halt klar war, da muss was passieren. Gleichzeitig war es aber zu spät, weil als dann die 2 Personen vor Gericht standen wegen den ungeimpften Stern, hatten die Corona-Protestierenden schon ganz andere Lösungen. Also die hatten dann Armbinden, die haben das verklausuliert. Das heißt, man hat viel zu spät reagiert, weil es war halt einfach schon gang und gäbe, dass man sich halt was anderes dann überlegt. Und gleichzeitig sehen wir ja auch bei den Demonstrationen, dass es wirklich lange dauert, bis die Polizei mal eingreift. Der letzte Prozess, da ging es um ein Plakat, was eine junge Frau getragen hat, wo Hitler als Terminator dargestellt war. Dann dieses Impfung macht frei, Slogan drüber, also sehr, sehr klar Antisemitismus. Vor Gericht hieß es dann so von den Polizisten, ja, das haben wir dann, wir haben sie angehalten, wir haben sie das einkassiert, angezeigt, alles kein Problem. Dann schaut man auf Twitter, die ist stundenlang mit dem Plakat durch Wien marschiert und niemand hat was gesagt. Wer das kritisiert, kritische Journalistin auf Twitter, irgendwer hat die Polizei gecheckt und sie mussten reagieren. So, die kommen nicht allein drauf. Also was nichts Neues ist, wir sehen es immer wieder auch bei Hitlergrüßen, dass da nicht agiert wird, obwohl man eingreifen sollte. Aber dass, wenn es keine öffentliche Kritik gibt, wenn es nicht sagt, hey, das geht nicht, dann reagiert der Staat nicht. Also das ist was, was wir dann im Nachhinein in Gerichtsprozessen auch wieder sehen. Und gleichzeitig sind das dann oft Angeklagte, die halt nicht organisiert sind. Das hat die Folge auch schon angesprochen. Organisierte Rechtsextreme, die lernen ja aus der Vergangenheit, von wegen,
was darf ich noch und was ist schon wieder Wiederbetätigung, was ist Verhetzung, wie ändere ich mein Wording, dass ich jetzt nicht vor Gericht lande. Das heißt, das sind dann die Leute, die vielleicht wegen anderen Delikten vor Gericht stehen, wahrscheinlich Verhetzung oder vielleicht Widerstandssachen, die ich auch beobachte, aber die werden dann freigesprochen, die sind dann auch sehr entpolitisiert, obwohl sie halt einfach so ein Wissen, jahrzehntelanges Wissen haben, einfach auch an so Rechtshilfe-Tipps aus der Neonazi-Szene. Ne? Also das ist einfach eine Kontinuität. Und ich finde schon, dass man da auch irgendwie mehr hinschauen muss. Aber wenn ich dann sehe, dass der Verfassungsschutz vielleicht doch mal geladen ist, selten, und dann sagt, es gibt keine Erkenntnisse über die Person und du ja dann einfach nur mal auf Instagram oder Twitter schaust und siehst, naja, also die Person war nicht nur einmal mit diesem Plakat dort und dort, siehst du einfach auch die Leerstellen mit, es wird nicht aufgeklärt, was halt sonst noch so ist. Und das machen halt Personen, da geht es halt nicht um einen Stern, den man getragen hat. Es geht ja auch darum, oder? Wie viele Leute haben das mitbekommen? Warum hat niemand dort reagiert? Warum ist das auf die Demonstrationen einfach gang und gäbe gewesen? Und bis heute noch gang und gäbe, man passt sich halt an. Mhm. Und das ist halt was, was natürlich Gerichtsprozesse nicht lösen. Und es gibt auch immer wieder ja, Artikel über die Prozesse, aber es geht dann nie über diese gesellschaftliche Auswirkungen. Es geht immer nur auf das, um das, was wirklich angeklagt war, auf, sie sind verurteilt worden, dann ist der Schlussstrich. Wir kriegen gar nicht mit, zum Beispiel, ob es noch ein Rechtsmittel gibt, das heißt, ob diese Verurteilung aufgehoben wird, was halt oft passiert. Und dann ist halt gegessen. Aber dass einfach eine Kontinuität ist, dass halt irgendwie das Gericht solche Probleme nicht lösen kann, das wird nicht thematisiert und das ist halt unsere Aufgabe als kritische Personen. Aber vielleicht erklärst du uns trotzdem noch mal kurz, nach welchen Paragraphen können solche antisemitischen Artikulationen überhaupt verurteilt werden? Der 3H Holocaust-Verharmlosung. Also es ist ein Paragraph des Verbotsgesetzes. Was muss da genau gegeben sein, damit, wenn du es in Erinnerung hast? Ich habe es in Erinnerung, aber ich lese es vor, weil ich glaube, das ist immer ganz gut zu hören, wie das juristisch formuliert ist, weil das die Geschworenen genauso auch hören und ihnen das halt auch niemand erklärt. Mhm. Also im Gesetz steht, wer öffentlich, ach Entschuldigung, das war 3H, nach 3H ist zu bestrafen, wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder wer sonst öffentlich, auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen Völkermord oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, rücklich verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht. Also juristisch. In der Praxis geht es halt dann ganz oft darum, war das öffentlich, bei Demonstrationen klar, ist es im Internet, wird dann schon wieder gehadert, weil niemand hat darauf geachtet, dass wie viele Leute haben jetzt diesen Telegram-Post gesehen oder auf Facebook. Das wird dann oft nicht ermittelt. Gleichzeitig geht es aber dann auch vor Gericht, auch von der Verteidigungsstrategie oft darum, ist die Person jetzt ein Nazi oder nicht? Ist das jetzt, war das einmal, was ist passiert? Was war die Motivation? Mhm. Das braucht es aber bei 3H nicht. Bei Verhetzung, das ist auch ein Paragraph, der oft angeklagt und dann freigesprochen wird, ist es schwieriger, weil da braucht es eine größere Öffentlichkeit. Und der Paragraph ist noch schwammiger formuliert und einfach so uneindeutig und auch nicht mehr zeitgemäß. Also ich fordere nicht, dass es neue Paragraphen gibt, ich fordere einfach, dass man es so auslegt, dass es einfach auch zeitgemäß ist. Also das heißt zum Beispiel auch bei den 3G-Wiederbetätigungsparagraphen heißt es ja zum Beispiel im nationalsozialistischen Sinne. Mhm. Und im nationalsozialistischen Sinne heißt dann oft vor Gericht halt ganz klar, ich habe Adolf Hitler glorifiziert, das ist ganz klar. Und gleichzeitig werden zum Beispiel Phänomene der sogenannten neuen Rechten, also vor allem der Identitären, gar nicht drunter gefasst, obwohl man natürlich auch dort von Neofaschismus redet. Das heißt, so neuere Phänomene, neue auch ja, Argumentationslinien, die ja eigentlich nicht neu sind, werden halt vor Gericht einfach gar nicht mehr so anerkannt und deswegen greift das nicht. Gleichzeitig wissen wir halt, dass Verurteilungen ja auch diese gesellschaftlichen Probleme nicht lösen, aber wir sehen halt schon, dass so bei Einzelpersonen, die angeklagt sind, es wohl schon auch dazu führt, dass es sich in der Szene verbreitet, ich wurde jetzt verurteilt, entweder man geht nicht mehr demonstrieren oder man lässt sich was anderes einfallen. Und da ist dann die extreme Rechte wieder bereit und sagt, naja, dann machen wir das in Zukunft so und so. Oder ich habe dann einen Anwalt, also vor allem von den neofaschistischen Identitären, aber auch von Küssels Corona-Querfront, kam ja sehr schnell Rechtshilfetipps zum Beispiel an die Bewegung. Das heißt, da hilft man sich auch. Wie sind die Verfahren dann ausgegangen?
Also die großen Verfahren, die ich jetzt gesehen habe, wurden alle verurteilt, aber nicht rechtskräftig. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, ob da nicht noch irgendwas gekippt wird, weil das dauert immer sehr lange, bis es dann zur nächsten Instanz kommt. Und als kritische Öffentlichkeit bekommt man das selten mit, außer sie posten es auf Telegram. Hast du so einen ungefähren Vergleich, wie das in anderen Ländern aussieht, mit der justiziellen Ahndung von antisemitischen Artikulationen oder Holocaust-Relativierung bei Demonstrationen? Mitbekommen haben wir es vor allem in Berlin-Brandenburg, weil da gab es eine ziemlich klare Entscheidung gegen diese ungeimpften Sterne, dass sie untersagt werden, dass dort irgendwie auch was passiert. Ich weiß, Thüringen wollte nachziehen, hat das dann auch beschlossen, aber auch sehr lange ist nichts passiert. Und in Deutschland zum Beispiel ist es einfach von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber auch da sieht man, dass es einfach viel zu spät kommt und auch dort sich einfach schon wieder die Strategien der Protestbewegung irgendwie geändert haben. Aber weil du Deutschland zum Beispiel oder andere Länder ansprichst, wir sehen halt schon, dass die beiden, also Deutschland und Österreich, sich auch immer wie so pingpongmäßig die Bewegungen aufeinander bezogen haben. Es gab mal eine große Welle an Zustrom in Deutschland, das ist wieder abgeebbt, dann wurde es hier größer. Die organisierten Extremrechten sind nach Deutschland oder Österreich gekommen, haben sich ausgetauscht, haben gemeinsam organisiert, haben Busfahrten organisiert. Das heißt, man muss das einfach auch zumindest im deutschsprachigen Raum auch international auch begreifen, wie es das immer wieder bedingt hat. Und da wäre es natürlich auch spannend zu schauen, wie das auch die Gesetzeslage ist. Also zum Beispiel in der Schweiz kenne ich mich gar nicht aus, aber das ist natürlich auch sehr spannend, um daraus auch zu lernen, wie weiter. Und welche Funktionen, würdest du sagen, hatten und haben die Mobilisierungen gegen die Corona-Maßnahmen für den organisierten Rechtsextremismus? Du hast das jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ja, aber ich kann da noch viel mehr sagen. Ja, sag noch ein bisschen was. Also, ich glaube, das Offensichtliche ist halt, sie haben es genutzt, um ihre Themen dort unterzubringen. Das heißt, es ging irgendwann nicht mehr nur um die Impfpflicht oder Corona-Maßnahmen. Man hat dann irgendwie auch versucht, migrationsfeindliche, rassistische Dinge reinzubringen. Man hat es auch sehr dominiert, was die Inszenierung angeht. Also Transparente waren einfach immer wieder von der extremen Rechten, die Frontbanner. Man hat es genutzt, um Geld zu lukrieren, ne? Spenden. Man hat das einfach genutzt, um Geschäfte damit irgendwie am Laufen zu halten. Man hat es aber gleichzeitig auch genutzt, um die eigenen Medienprojekte voranzutreiben. Die Telegram-Kanäle sind irgendwie übergegangen. Man hat immer wieder einfach diese Rechtshilfetipps zum Beispiel geteilt. Dadurch sind die Leute in die Kanäle gekommen, wo es halt dann vor allem um andere Themen wie Rassismus ging. Man hat es aber, glaube ich, auch genutzt, um sich so ein bisschen zu rehabilitieren, weil wir sehen schon, die Personen, die die Demonstration anführen, und das war zum Beispiel Gottlieb Küssel, hätten wir vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass die Personen einfach mitgehen dürfen mit Demonstrationen. Das war beim ersten und beim zweiten Mal vielleicht noch im Standard oder auf Twitter ein Skandal, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, wir haben uns tot geredet, immer wieder, warum geht ihr mit Nazis spazieren? Es hat einfach nicht gefruchtet. Ich glaube, darüber sollte man auch reden, warum das nicht geklappt hat. Gleichzeitig sehen wir dann so Medienprojekte wie Eins auf, die mittlerweile auch in Deutschland irgendwie immer wieder rumtunen, die mittlerweile dort einfach eine Szene gefunden haben, Leute dort einfach mit ihren Inhalten so voll spammen, dass es auch schwer ist für Personen, die in der Protestszene sind, sich noch mit anderen Themen zu beschäftigen, weil sie so viele Medienprojekte mittlerweile haben, die halt alles abdecken, was sie gerne hätten. So, und glaub, das wird uns auch die nächsten Jahre sehr, sehr viel beschäftigen, wie man da entgegenwirken kann. Weil die extreme Rechte ist sehr professionell. Die haben die Demonstrationen organisiert, die haben sich um alles gekümmert, was man braucht, vom Flyer, Lautsprecherwagen über die Rechtshilfe danach. Das heißt, das war so ein Rundum-Wohlpaket, was natürlich für viele Personen, die zum Beispiel im Lockdown oder auch, weil sie nicht geimpft waren, nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten. Das war ihr gesellschaftliches Leben, und wie sich das entwickelt, wird spannend, aber da müssen wir halt auch eingreifen und schauen, wie man Personen wieder rausholt aus dieser Bubble. Welche Rolle, würdest du sagen, hat dabei die Politik? Also hat sie die Erfolge des Rechtsextremismus begünstigt oder auch versucht wieder... Ja, auf jeden Fall begünstigt. Also zum einen halt das zu späte Agieren, aber auch die
wie wir wissen, diese Kommunikationsstrategie, dass vieles immer sehr unklar ist, was mehr zu Unsicherheiten in der Bevölkerung geführt hat. Ich finde, die Impfpflicht ist ein sehr gutes Beispiel. Es wurde eingeführt, oder es wurde angekündigt, dann wurde es noch nicht angekündigt, dann kam es dann irgendwann und es hat immer wieder Mobilisierungsschub für die Bewegung gegeben. Und mittlerweile ist die Impfpflicht abgesagt worden und sie feiern sich als Erfolg. Das ist so ein Beispiel, wo wir dann auch gesehen haben, dass international sich die Corona-Demonstrationen solidarisiert haben, zum Beispiel mit Österreich, welche die Impfpflicht beschlossen wurde. Also dieser Schulterschluss international war auch sehr spannend, weil sich das auch wieder auf die Protestszene hier ausgewirkt hat. Ich meine, in Kanada machen sie eine Soli-Aktion mit Trucks und Autos, wir machen das hier auch mal und versuchen das auch. Also das finde ich schon, dass man auch die Politik dann die Verantwortung nehmen muss, um zu sagen, das hat halt nicht dazu geführt, irgendwie diese unklare Kommunikation, die Unentschlossenheit, teilweise auch sich dagegen zu stellen, zu sagen, der Antisemitismus ist nicht okay, wir müssen da was tun, sei es Projekte finanzieren, Bildungsarbeit starten. Ne? Wir wissen das aus der Praxis, da fehlt das Geld immer schon, aber es wird auch nicht besser. Und gleichzeitig fand ich so diese schwachen Versuche von, dann werden wir mal die Demo untersagen, sehr, sehr gefährlich, weil ich finde, so eine Protestszene, die wirklich gefährlich ist für unsere Gesellschaft, kann nicht damit gelöst werden, dass wir diese Versammlungsfreiheit für alle einschränken. Also ich finde, das war halt der falsche Hebel, weil der führt dazu, dass so ein grundlegendes Recht beschnitten wird, was auch wieder dazu führt, dass man sich auch wieder radikalisiert, mehr als das Opfer fühlt, und das kann nicht das Ziel sein. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass wir die FPÖ haben, die sehr, sehr stark bei den Demonstrationen auch immer wieder mitmobilisiert hat, die FPÖ-Jugend, die mitmarschiert mit der extremen Rechten, die natürlich auch versucht haben zu fischen. Wir haben die MFG, die Impfverweigererpartei, die versucht dort zu fischen in dem Milieu. Und auch daher hätte man von den anderen Parteien viel mehr Kante hören müssen. Also einfach wirklich eine Positionierung und weg von der Angst, wir verlieren jetzt vielleicht Wählerinnenstimmen an die FPÖ oder MFG. Aber verwundert hat es mich nicht, aber trotzdem muss man es halt kritisieren, weil das sind die politisch Verantwortlichen, die zumindest mal Geld locker machen müssten für gescheite Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit zu genau dem Problem, vor dem wir jetzt stehen. Auch innerhalb der Behörden nämlich. Also du hast es ja vorhin angesprochen, dass vor Gericht das also nicht nur den Schöffen oder was ist, sondern auch den Richterinnen und der Staatsanwaltschaft, wenn das nicht richtig argumentiert werden kann, dann fehlt halt gleich die Grundlage für ein sinnvolles Urteil. Und die Polizei genauso. Also du hast vorhin dieses Beispiel genannt, mit dass ewig hinterhergerannt wurde, bis erstmal wirklich, also bis es ewig gebraucht hat, bis wirklich ein Schild mal Leuten abgenommen wurde. Also es gab die Situation, dass, also die Ausstellung, die ich mitkuratiert habe, die stand vor einem Heldenplatz und dort haben sich ja diese Proteste sehr oft versammelt und vor den Augen der Polizisten dort irgendwelche Stopp dem Impfzwang Sticker auf die Tafeln, wo man, ich weiß nicht, die NS-Täter Wiens sieht, draufgeklebt, also den direkten Bezug hergestellt. Und es wurde gar nicht wahrgenommen als irgendwie problematisch. Mhm. Also das sieht man schon, dass es irgendwie, weiß ich nicht, in der Motivation, aber vielleicht auch in der Aufklärung innerhalb der Behörden auf jeden Fall fehlt. Wie seid ihr als Kuratorinnen damit umgegangen? Wart ihr dann damit beschäftigt, vor allem Sticker runterzukratzen oder habt ihr einen anderen Umgang damit gefunden? Ich war zu der Zeit einmal die Woche oder jede zweite Woche zwar da, aber tatsächlich durch kritische Berichterstattung und Twitter wurde das sehr schnell von Leuten, die vor Ort auch die Proteste beobachten und so, selber wieder entfernt. Mhm. Und auch auf der Antisemitismus-Meldestelle dann noch gemeldet. Ich habe es dann durch die Online-Fotos und irgendwie so Kontakt zu Journalistinnen mitbekommen, dass das passiert. Mhm. Es gibt auch Fotos, wie jemand gerade mit dem gelben Stern ungeimpft sich fotografieren lässt vor der Ausstellung, wo groß steht Österreich und die Shoah, und er stellt sich hin mit dem Stern. Also die Kennzeichnungspflicht und die gelben Sterne sind auch Teil unserer Ausstellung und das ist total, also an Zynismus überhaupt nicht mehr zu verbieten eigentlich. Mhm. Und die Polizei immer mit dabei und da war eigentlich schon klar, dass die gelben Sterne Teil dessen sind, wogegen vorgegangen werden muss polizeilich.
Ja, und gleichzeitig wissen wir, die Polizei ist nicht sehr progressiv, hat auch eine Meinung zu den Corona-Maßnahmen oder einfach Sympathien zur Bewegung. Also das sehen wir, wenn wir die Demonstrationen beobachten. Und ich habe halt auch oft genug irgendwie genau solche Situationen mitbekommen, wo dann irgendwie kritische Journalistinnen zur Polizei gegangen sind und warum machen sie da nichts. Und die, genau diese kritischen Journalistinnen sind dann für die Polizei das Problem. Das sind die Störenfriede, das sind die, die da irgendwie Stress reinbringen, die dann wirklich auch Stress bekommen mit der Polizei. Und glaube, das ist halt auch nochmal ein Punkt, so die Pressefreiheit. Also Berichten von solchen Demonstrationen ist sehr gefährlich geworden. Und da tut sich genau gar nichts. Also die Lösungsvorschläge von wegen Kontaktbeamtinnen, die man anrufen kann, funktioniert einfach nicht, wenn du gerade angegriffen wirst und 10 Minuten später kommt dann wer und sagt dann, ja, was fotografieren Sie denn überhaupt hier? Sie stören. Also ich glaube, diese Pressefreiheit, und Österreich wurde wieder herabgesetzt in dem Ranking, das ist auch ein Problem, was man angehen muss. Ich wollte jetzt auch wieder weg, oder kurz zumindest weg vom Rechtsextremismus zum breiteren Spektrum und auch zum Antisemitismus dann nochmal konkret. Und zwar würdest du sagen, Isolde, dass die Corona-Krise im Allgemeinen, die Proteste im Besonderen, den Antisemitismus begünstigt haben? Auf welche Art und Weise genau? Also warum artikuliert sich solcher Protest und autoritärer Protest überhaupt so oft in antisemitischen Bahnen? Also ich habe vorhin schon angedeutet, einfach die Krisenhaftigkeit der Zeit führt sicher dazu, dass mehr Menschen der antisemitischen Weltanschauung nachsinnen. Aber bei Corona ist es dann natürlich auch nochmal ganz konkret die historischen Mythen, auf die sich da berufen werden kann. Du hast es vorhin in deiner Einführung auch gesagt, also die Verbindung von Jüdinnen und Juden mit Krankheiten, wie wir es in der Pest schon hatten, was zu Pogromen geführt hat, die einen Großteil der jüdischen Gemeinden in Deutschland und Österreich damals schon ausgelöscht hat. Und da gibt es natürlich diese Ressentiments und Zuschreibungen, die bis heute ganz einfach überlebt haben und die dann sehr schnell wieder anspringen. Das sind auch sozusagen das Feuer, dem Öl ins Feuer, wie sagt man, genau. Die Machtlosigkeit und der Kontrollverlust, den wir alle gefühlt haben, als Corona kam und wir alle nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen und es plötzlich Maßnahmen gab und wirklich ein extremer Ausnahmezustand war, das ist schwerer auszuhalten und abzuwarten. Und ich spreche aus einer wissenschaftlichen Position, wo ich eh schon weiß, dass ich ein gewisses Vertrauen grundsätzlich sowieso schon an wissenschaftliche Forschung und so weiter habe, wenn man dem jetzt nicht unbedingt in der Bildung, aber aus Prinzip ferner steht, nicht so sehr das Wissen auch darüber hat, wie Wissenschaft funktioniert und dass es eben nicht regierungsgesponsert ist, die medizinische Forschung und warum es sein kann, dass die Pharmaindustrie plötzlich so schnell Impfstoffe entwickeln kann, wenn das Geld einmal da ist, also so ein umfassenderes kritisches Verständnis hat und nicht einfach nur nach simplen Erklärungen sucht im Sinne von, wer kontrolliert das denn hier alles? Wem nutzt es denn, also dieses cui bono, wem nutzt denn eigentlich das alles, was hier gerade passiert und sich dann irgendwelche Mythen und Legenden hingibt, die das bei den Corona-Protesten wirklich massenhaft, wie das massenhaft passiert ist, beflügelt sich das natürlich schon gegenseitig. Ja, offenbar sind Krankheit und Seuchen, also so Themen, die Antisemitismus sowieso triggern und diese unmittelbare Betroffenheit des Körpers, oder? Ja. Also diese Bedrohung von Krankheit, aber gleichzeitig die Abwehr davon, weil wenn man Covid leugnet, ist man ja nicht bedroht von der Krankheit. Und gleichzeitig zeigen ja neuere Studien, dass im Zuge der Covid-Proteste diese Affekte ja schon auch ganz stark genutzt wurden, um so eine grundsätzliche Demokratieopposition auch zu transportieren. Also nicht nur, also wieder weg von diesem Thema des Körpers hin zu einer Fundamentalopposition zu demokratischen Strukturen oder demokratischen Denken, wo sich ja dann wiederum auch wieder andere antisemitische Strukturen darin zeigen, oder? Was total widersprüchlich ist, ja. Wenn man gleichzeitig groß NS-Diktatur schreit und glaubt irgendwie jetzt, wir würden in einer Diktatur leben, weil es Maskenpflicht in Innenräumen gibt oder ähnliches. Also diese Widersprüchlichkeit gehört dann auch immer mit dazu, ja, und das ist das, also ja. Demokratiefeindlich zugleich. Ja. Genau, also das spezifische Freiheitsverständnis oder das
von der Angst, man könnte zwangsgeimpft zu werden, zur Angst hin, dass man überhaupt in der Diktatur landet. Ja. Und das mit dem Impfzwang und mit der Impfgegnerschaft ist ja auch, wenn man sich das historisch anschaut, total interessant. Also wo es jetzt wieder ein bisschen zurück zu dem Thema Körper und so führt. Aber nicht nur gibt es Impfgegnerschaft schon seit es Impfungen gibt, auch irgendwie mit einer gewissen Empathie kann man nachvollziehen, irgendwie, wenn plötzlich ein medizinisches Mittel entwickelt wird, wo man sich das Virus einimpft, um dann nicht am Virus zu erkranken. Das ist halt so wie jede krasse Forschungsneuerung erstmal sehr unverständlich, vor allem für Laien. Aber eben mit der Impfung kamen dann auch gleich Anschlüsse an so antisemitische Erklärungen dessen. Also von wegen, das sei eine jüdische Erfindung und Impfpflichten hätten nur die jüdischen Parlamentarier versucht einzuführen in Deutschland, bis hin vor allem zur Anfangszeit des Nationalsozialismus, wo auch die NSDAP ziemlich übergreifend Impfgegnerschaft unterstützt hat, bis es irgendwann in der Kriegsvorbereitung ein bisschen unpraktikabel war, sich gegen Impfungen zu verwehren, wenn man irgendwie eine starke Soldatenschaft an der Front haben will, also so rein logisch. Aber ja, da gibt es auch sehr viele so an Esoterik anknüpfende nationalsozialistische Vorstellungen vom Körper, der durch Krankheiten nur stärker werden würde, der deutsche Körper, der seine Härte erst durch so sozialdarwinistische Vorstellungen von die Schwächeren müssen ja sterben, damit sozusagen die Stärkeren weiterkommen, verbunden wird, was man, ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man heute so ähnliche Argumentationsmuster in der Anthroposophie beispielsweise findet und ja so völkische Esoterik von Leuten hört, die sich selbst politisch ganz woanders oder als unpolitisch definieren würden, wenn man sich das dann historisch anschaut. Ja, ich würde ja auch sagen, Impfgegnerschaft ist ja jetzt kein exklusiv rechtsextremes Thema, sondern über verschiedene Schichten, über verschiedene politische Orientierungen und geschlechtermäßig dann aber stärker bei Frauen auch angesiedelt. Was bräuchte es, um auch über verschiedene politische Lage hinweg hier Aufklärung zu betreiben, wenn der Antisemitismus, der da drinnen steckt, den Leuten zum Teil nicht bewusst ist oder selbst wenn sie ihn auch einfach schlichtweg nicht problematisch finden oder er sie nicht abschreckt davon, genau in solchen Bildern zu sprechen und diese Narrative zu reproduzieren. Ja, also als Zeithistorikerin kann ich immer nicht so gut dazu sagen, was braucht, was können wir machen. Du bist auch nicht die Lösung bringen. Aber ich weiß nicht, ich glaube so das Einzige, was ich, wo ich das Gefühl habe und wo ich auch irgendwie meine Zeit rein investiere, ist halt Aufklärung darüber, dass Menschen verstehen, was das ist, diese antisemitische Weltanschauung, warum es irgendwie angenehm ist, sich sowas hinzugeben, so einer einfachen Erklärung und so einer einfachen Schuldzuweisung, aber warum es nicht die Lösung sein kann. Und das grundsätzlich kritische Denken in den Ansätzen anzuerkennen vielleicht, aber abzuleiten, dass man eben deswegen nicht diese simple verschwörungsmythische Erzählung draus spinnen muss. Aber du bist in der Bildungsarbeit, du weißt es vielleicht selbst besser. Ich sehe es genauso wie du, aber die Frage ist ja, davon abgesehen mal, wie erreicht man über Bildungsarbeit die Leute, die zu solchen Demonstrationen gehen? Vielleicht ja die zukünftigen Demonstrierenden oder hoffentlich nicht auf diese Art und Weise Demonstrierenden, aber... Naja, man hätte ja mit Gerichtsprozessen eigentlich sich der Hoffnung hingeben können, wenn die dann kommen, dann gibt es wahnsinnig viel Aufklärung darüber, was der gelbe Stern für ein Symbol ist, dass er nichts mit Widerstand zu tun hat, sondern ein nationalsozialistisches Symbol des Terrors, der Verfolgung und das sozusagen dann auch ein bisschen bei Menschen Erkenntnis kommt, die tatsächlich dieses Symbol nicht so zuordnen können, die nicht wissen, was sie da... Aber eben, das hast du ja vorher auch schon angesprochen, sie wissen es ja auf eine Art und Weise, weil sie sich ja als die vom Terror Verfolgten fühlen. Also sie wissen ja, dass es für Terror und Verfolgung steht. Ja. Und die Frage ist auch, wie glaubwürdig bist du, wenn du darüber sprichst als Wissenschaftlerin, wenn sie wissenschaftsfeindlich sind. Eben. Also das ist halt immer, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, von den 40.000 Menschen, die da samstags in der Innenstadt waren, sind nicht alle gleich fest in diesem Denken drin natürlich. Also bei Weitem hatten nicht alle diese Symbole mit, aber ich
gehe auch ganz schwer davon aus, dass viele ein Problem mit bestimmten Maßnahmen hatten und sozusagen da irgendwie Anschluss gefunden haben und dann erst auf viele Erklärungen dort gestoßen sind. Hm. Deswegen irgendwie so ein Verkleinern dieser Proteste irgendwie immer eines der Ziele sein muss. Und also mit welchen Mitteln auch immer, das ist irgendwie, also da gab es ja auch sehr oder inexistente Strategien, diese Proteste zu leiten, sodass das immer ein lustigeres und größeres Umtrunk-Ding auch wurde und sehr viel, also nicht nur über diese sozusagen politische, inhaltliche Anziehungskraft an Zulauf gewonnen hat. Was also zu Zeiten, wo ein paar Monate vorher es noch nicht ganz klar war, ob es erlaubt ist, alleine auf einer Parkbank zu sitzen während der Ausgangssperren, schon ein bisschen ironisch ist, dass man das dann einfach so hat stattfinden lassen müssen. Mhm. Ja. Und würdest du sagen, dass die Verschwörungsnarrative, die in der Szene kursieren, automatisch in den Antisemitismus führen oder ihn erleichtern? Oder wie würdest du dieses Verhältnis sehen? Weil davon lässt sich ja auch ein bisschen eine Zukunftsprognose ableiten, ja, auch wenn wir nicht in die Zukunft sehen können in der Form. Ja, also in letzter Konsequenz führen sie zum Antisemitismus hin eigentlich all diese Erzählungen, sozusagen wenn man weiter liest oder sich mehr damit beschäftigt, kommen ganz oft am Ende doch irgendwie die jüdischen Einzelpersonen raus, die diejenigen sind, die dahinter stecken sollen. Das heißt nicht, dass alle, die irgendwie verschwörungsgläubig sind oder irgendwelchen Verschwörungserzählungen nachhängen, das auch so sehen und erst recht nicht, dass sie das bewusst so haben. Aber das ist ja in der Struktur der Verschwörungserzählung eigentlich schon angelegt. Also wenn man sich das auch historisch wieder anschaut, sieht man, dass das dass die Erzählungen auf diesen Mythen fußen, die eben aus der frühen Judenfeindschaft schon kommen und heute eben ein bisschen anders erzählt werden, aber in der Struktur, jetzt mal ganz abgesehen von, ob die Feindmarkierung dann jüdisch ist oder nicht, sind sie gleich. Und deswegen ist natürlich auch immer die Anlage da, dass jemand es sozusagen zu Ende erzählt oder zu Ende denkt und dann gegen Jüdinnen und Juden richtet. Und das ist ja auch das Spannende. Also während der Proteste gab es ja auch Angriffe auf als jüdisch ausgemachte Personen. Ja. Wo sich so stark dagegen verwehrt wurde und mit weiß ich nicht, was für Symbolen. Es gibt diesen einen Verrückten, der sich selber als jüdisch erklärt und sich sozusagen versucht, damit zu verwehren, antisemitisch sein zu können. Ja. Also da weiß ich nicht, wie viel die Aufklärung noch hilft, aber für alle anderen macht es natürlich total Sinn, auch ein Verständnis dafür aufzubringen, dass Antisemitismus eben nicht dieses offene Judenhass damit nicht nur gleichzusetzen ist und sich vor allem nicht nur so ausdrückt. Aber das wäre jetzt eine sehr düstere Prognose, dass eigentlich ja das ideologische Fundament jetzt ganz stark aufbereitet worden ist, um dann auch wirklich ganz explizit in den dem Antisemitismus den Boden aufzubereiten, oder? Ja, und ich meine, wenn wir uns die Zahlen der Antisemitismus-Meldestelle anschauen, sind die ja auch gestiegen. Ja, und zwar extrem. Also auch die höchsten die Meldestelle gibt es seit 20 Jahren, aber in den letzten 3 Jahren irgendwie so überverdoppelt. Also das ist schon eindeutig. Dann komme ich wieder zu dir, Mariah. Können Gerichte, kann die Justiz da überhaupt was dagegen tun? Oder ist sie der richtige Player, auf den wir unsere Hoffnung setzen können? Natürlich nicht. Ich glaube, dafür bin ich einfach auch zu kritisch oder auch zu links. Aber natürlich gibt es auch da Verbesserungsbedarf und das ist auch das, womit wir uns ja bei Prozesse Board auseinandersetzen, weil wir beobachten die Gerichtsprozesse ja nicht einfach so aus Vergnügen, sondern wir arbeiten damit, wir diskutieren auch darüber, wie kann man zumindest einfach die Leerstellen dort aufzeigen, die Kritik üben, weil das, was dort vor Gericht in dem Fall auch nach den Corona-Demos verhandelt wird, hat halt einfach auch Auswirkungen. Das ist, wenn ich die Corona-Demos irgendwie beobachte, dann habe ich auch mehr Einblick, zum Beispiel, wie es vor Gericht behandelt wird, wie ungleich aber auch wieder die Personen behandelt werden. Vielleicht kurz ein Schwenk zum Gegenprotest, den es ja auch immer gab, wieder von Linken, die vor Gericht ja immer wieder ganz anders behandelt werden, von der dann auch die Polizei vor Gericht wieder sagt, vom gewalttätigen schwarzen Block, von einer Eskalation. Also auch einfach die Ungleichbehandlung der Polizei und des Verfassungsschutzes mit dem Gegenprotest und den Corona-Demonstrationen ist einfach auch ein Problem, ist aber auch nichts Neues, kennen wir bei Protesten gegen die Extremrechten.
Und gleichzeitig waren die Gegenproteste, die Gegenrede, die es braucht und auch nach wie vor braucht, immer sehr mit Polizei, Gewalt und Repression konfrontiert. Also zu dem Punkt, wie, was können wir tun? Wir wissen, dass die extreme Rechte Zulauf bekommen hat, dass sehr viele Leute von den Corona-Demos zum Beispiel zu anderen Demonstrationen auch gehen. Und deswegen, es braucht immer wieder Gegenproteste, es braucht Gegenrede, um dort einfach zu sagen, ja, ihr bekommt die Straßen nicht mehr. Ja, bei 40.000 war es damals wirklich schwer. Es gab zwar immer wieder Gegenproteste, aber sie waren halt nicht groß genug irgendwann. Und da fehlt da einfach, es ist der Appell an die sogenannte Zivilgesellschaft, die war einfach nicht da. Ne? Es war vor allem die radikale Linke, die die Proteste organisierte. Das waren vor allem linke kritische Journalistinnen, die irgendwie aufgezeigt haben, dass von Anfang an dort Antisemitismus da war. Und ohne diese Vorarbeit, also ohne diese Kritik, wäre das nie vor Gericht verhandelt. So, das heißt, wir müssten vorher ansetzen, weil wenn ich im Gericht sitze, da ist viel, viel mehr vorher passiert, dass die überhaupt drauf kommen, dass die Polizei das anzeigt, dass die Staatsanwaltschaft das nicht sofort einstellt, dass vielleicht die einzelnen Staatsanwältinnen sich doch mal damit auseinandersetzen, was könnte dieser gelbe Stern bedeuten und wie kann ich das argumentativ vor Gericht auch den Geschworenen erklären. Und es hat, ist auch passiert, aber halt, das waren Einzelfälle. Es war, weil der öffentliche Druck da war. Das heißt, den aufrechterhalten ist ganz wichtig. Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt, aber wir werden weiter kritisch sein und das braucht es auch, weil Gerichte kommen nicht von allein drauf, dass das vielleicht eine gefährliche Entwicklung ist, weil sie sind ja objektiv. Aber wir müssen es aufzeigen, wir müssen zuhören, wenn zum Beispiel Meldestellen oder Juden und Jüdinnen sich verfolgt fühlen, wenn irgendwie Meldungen kommen, dass im zweiten Bezirk Personen nicht mehr rausgehen wollen. Das müssen wir ernst nehmen als Gesellschaft und da ansetzen. Was vor Gericht verhandelt wird, schön und gut, aber das ist einfach viel zu spät, dass da reagiert wird. Und es sind einfach auch zu wenig Schlaglichter, weil wenn es einzelne Verurteilungen trifft. Also das sehen wir nicht nur beim Antisemitismus, den Corona-Demos, sondern prinzipiell bei der extremen Rechten, es stehen oft einfach Einzelpersonen vor Gericht und keine Netzwerke. Und wir wissen auch bei Corona-Demos, es gibt Netzwerke, die agieren. Und trotzdem stehen nur einzelne Personen dann vor Gericht, es gibt einzelne Ermittlungen. Dabei wissen wir, die organisierte rechtsextreme Szene und Neonazi-Szene war schon immer vernetzt. Und zwar über Österreich hinaus. Und es wird vor Gericht genauso wenig abgebildet wie zum Beispiel in den meisten Medien. Und das ist schon eine Gefahr, die wir auch in den Corona-Demos in Deutschland sehen. Es gab mehrere Angriffe. Es gab mittlerweile 3 Morde in Deutschland. Das heißt, auch die Gefahr vom rechten Terror, der einfach auch von der Corona-Protestszene irgendwie auch da ist. Also wir sehen in Österreich, dass es irgendwie regelmäßige Waffenfunde bei der extremen Rechten gibt und da gibt es keinen Umgang mit. Also Ermittlungen werden eingestellt, man erfährt nicht, was passiert ist. Es werden Einzelpersonen angeklagt, vielleicht auch verurteilt, aber es geht halt um die Netzwerke. Ne? Und diese Aufklärung muss auch das betreffen. Also muss wirklich aufklären, wer steckt dahinter, wer ist mit wem vernetzt, wer organisiert die Demonstration bis heute noch, ne? Wer ist von vornherein dabei und wer bestimmt halt auch, worum es bei den Corona-Demos bis heute geht. Also es wird sich ja weiterentwickeln, aber es werden dieselben Player bleiben. So, und da müssen wir halt wachsam bleiben. Ich finde, das war ein ganz ein gutes Zwischenfazit vielleicht. Oder magst du noch ein eigenes Zwischenfazit noch machen? Oder geben wir an die... Wir können es gern öffnen. Ja,